So, du wolltest mit mir reden. Ja, aber ich denke nicht hier. Nicht, wo jeder das hört. Wenn wir da oben stehen, wenn wir hier oben stehen und irgendjemand hier sieht, dass wir hier leben, dann ist das halt so. Gregor ist kein kleines Baby mehr. Er kann schon auf sich alleine aufpassen. Ja, das ist mir ja schon bewusst. Ja, ja. Merke ich. Ich meine das ernst. Stell mal vor, ich würde ihn verlieren, warum auch immer. Und dann? Ich habe keine Freunde mehr oder zumindest nicht jemanden, der mich genauso versteht, wie ich ihn verstehe. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Er ist erwachsen. Gregor schafft das alleine. Und du kannst nicht erwarten, dass ihr bis Lebensende zusammenbleibt. Tilly. Also, du bist Gregor und ich bin Fjoll, falls du mich noch nicht kennst. Hi, Fjoll. Ich weiß wirklich alles über die Schattenpferde. Ich weiß, du kannst mir jede Frage stellen, ich weiß alles darüber. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so halb eigentlich. Interessant. Und woher weißt du das alles? Mein Opa hat darüber ganz, ganz viele Bücher geschrieben, ganz viele Texte. Er war mal mit den Schattenpferden in einem Verband. Verstehst du, was ich meine? Warum? Früher waren sie noch böser als jetzt. Aber das ist eine andere Geschichte, die kann ich dir nochmal irgendwann erzählen. Jetzt geht es um dich. Merkst du eine Verbindung zwischen deiner, na, sag ich mal, Besitzerin und dir? Gut. Wir müssen diese Verbindung trennen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie. Du brauchst einfach eine neue Besitzerin. Als wäre ich da nicht selber drauf gekommen. Und wo finden wir bitte eine neue Besitzerin? Ich will nicht jemanden haben, der ständig an mir hängt. Deswegen bin ich doch abgehauen. Deswegen wollte ich gar nicht mehr bei denen leben. Ich beruhig dich. Es ist alles gut. Also, ja, ich warte. Ja, ich muss überlegen. Ich bin auch nicht kein Schlaukopf 3000. Okay. Ich kenne da so ein paar Elfen. Die könnten dir da weiterhelfen. Joll, hast du zu der halben Welt Kontakt oder wie? Das ist lustig, aber nein, ich kenne wirklich eine. Die kann dir vielleicht dabei helfen. Zwar schon ein Pferd, aber vielleicht gibt sie es für eine Sekunde auf. Wie? Ja, wenn die Elfe schon ein Pferd in Besitz genommen hat, wird das alte sozusagen erlöscht. Es braucht dann wieder eine neue Besitzerin. Sie macht doch dann keine Elfe mit. Warum soll sie sich mit mir verbinden, obwohl sie mich gar nicht kennt und nie mehr was mit mir machen wird? Ja, das ist eine gute Frage. Danke dir sehr für deine Hilfe, aber ich glaube, das wird keinen Sinn machen. Doch, wir ziehen morgen auf. Vertrau mir. Wir machen das zusammen. Ich verspreche dir, wir werden eine Elfe für dich finden. Ich bin mir da nicht so sicher, aber das können wir tun. Danke. Glaub mir, ich werde dich beschützen. Ich glaube, ich bin eher der dich beschützen wird. Wie willst du? Du brauchst erstmal Muckis. Ich hab welche. War ein Spaß. Wir sehen uns morgen früh, ja? Ich dachte, wir unternehmen jetzt noch was. Morgen früh. Morgen früh. Ja. Ja, 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 ja. Ja! Was war das gerade? Bist du ein Mädchen oder so? Was? Was meinst du? Das hat man von überall gehört, wie du dich gefreut hast. Warum hast du dich gefreut? Okay, das geht dich nichts an. Das ist mein Sternstaub. Ich bin nämlich jetzt der neue Boss. Ich habe Gregor belehrt. Nein, bist du nicht. Das war ein Spaß. Haben wir alle gelacht. Und wie sieht's aus? Hat dir Fjoll geholfen? Danke, ja. Er weiß echt viel. Was? Warum? Aber kann es nicht sein, dass trotzdem noch eine Verbindung zwischen Fjoll und den Schattenpferden besteht, wenn sein Opa da drin war? Na, ich glaube, das ist unmöglich, oder? Er ist bestimmt nicht mehr im Leben. Ja, aber keine Ahnung. Ich meine, die Dinge, die er erzählt, klingen nicht schlecht. Sie können schon wahr sein. Ich glaube nicht, dass er mir irgendwelche Lügen erzählt. Warum sollte er das denn tun? Ich meine, ihr habt sich ja gefreut. Du bist wirklich ein bester Freund, Aaron. Ich denke aber, ich könnte mich sogar mit Fjoll anfreunden. So schlimm ist er gar nicht. Na dann. Es wird Zeit, dass du auch neue Freunde findest. Ich und neue Freunde. Ich glaube, da verwechselst du zwei Dinge. Aaron, ich mein's ernst. Emma, was ist los? Emma, ich bin Saphira. Rede mit mir. Emma, Kopf hoch. Emma. Emma. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht anschreien. Emma, was ist passiert? Rede bitte mit mir. Ich möchte verstehen, was du sagen möchtest. Saphira. Emma, beruhig dich jetzt. Ganz ruhig, es gibt keinen Grund zu weinen. Doch. Liz. Was ist mit Liz los, Emma?
reißt sich zusammen. Pfannkuchen mit Erdbeer-Bananen-Shake. Ich so, geht doch. So, jetzt erklär mir bitte, was ist passiert? Ich bin aufgewacht und ich gucke, wo Liz geschlafen hat. Und sie ist nicht mit. Ich habe die ganze Burg abgesucht. Wie lange ist das schon so? Seit heute Morgen, seit gestern Abend, seit heute Morgen. Warum heute Mittag? Warum hast du es nicht früher gesagt? Ich wusste nicht, mit wem ich rede. Was? Ich wusste nicht, mit wem ich reden sollte. Was ist, wenn dir etwas Schlimmes passiert ist? Wir werden das schon wiederfinden. Ganz ruhig, okay? Hat sie denn irgendwas gesagt, wo sie hingehen wird oder so? Okay. Hast du sonst eine Idee, wo sie sein könnte? Ich habe die ganze Burg abgesucht. Sie war hier nirgendwo. Lass mal mit Iron sprechen. Iron! 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 Oh, hey. Leise. Wir haben ein Problem. Entschuldigung. Was ist los? Emma, Liz ist weg, meine Freundin. Ich bin aufgewacht. Ich habe überall nach ihr gesucht. Sie ist nicht da. Wie sieht sie aus? Sie ist gescheckt, so weißbraun und ist klein. Wir werden sie suchen. Wir werden es dir versprechen, Emma. Danke. Weiß ihre Mutter davon Bescheid? Sie wurde adoptiert. Ich weiß aber, wie sie aussieht. Ich kann mit euch kommen. Wir können sie gemeinsam suchen. Okay. Also ich wäre ja dafür, dass ihr sie zusammensucht. Ich meine, mir geht's auch nicht so gut und so. Nicht so voll, Gregor. Aber ich meine, zu zweit klappt doch immer alles besser. Naja, auf jeden Fall. Bitte komm mit Gregor. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffen werde. Na gut. Aber ihr sucht zusammen. Gregor. Naja, war Spaß. Okay, wann beginnen wir die Suche? Ja, am besten jetzt gleich, bevor sie weg ist. Ach, verstanden. Egal. Vergesst es. Und wo suchen wir? Allen Richtungen. Ich würde sagen, ihr geht zu zweit, weil ich besser laufen kann. Ich dachte, du wärst krank. Nein, mir geht's besser. Okay, dann suchen wir gemeinsam. Okay, machen wir. Seth, lass das Sylvie. Na schon. Hier, kommt schnell. Ja, Leute, das war's jetzt auch wieder mit dem Video. Bleibt unbedingt gespannt auf die nächste Folge. Und damit würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mich freut es auch sehr, dass die Serie bei euch gut ankommt. Ich denke, im Sommer wird es sogar auch nochmal die vierte Staffel geben. Also dann drehe ich noch eine Staffel davon. Und nochmal, eine Person hat mich gefragt, ist vor allem verliebt. Und die würde ich auch ja so im Frühling, Sommer drehen, weil es einfach wärmer ist. Aber wie gesagt, das war's jetzt mit dem Video. Habt noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!